Herzlich willkommen zu meinem Testbericht für die Minolta Dynax 300 SI, eine analoge Spiegelreflexkamera aus dem Hause Minolta, die ich hier mal mit einem 28-105er Objektiv versehen habe. Wir schauen uns die Kamera erstmal von außen an. Es war auch ein Volumenmodell im mittleren, unteren bis mittleren Bereich, sodass sie auch heute noch möglicherweise häufig aufgefunden wird, beziehungsweise eben noch in vielen Schubläden möglicherweise schlummert. Die Kamera hat das übliche Minolta Wechselobjektivsystem. Sie hat ein eingebautes Blitzgerät, was zu dieser Zeit bei Minolta, anders als zum Beispiel bei Canon, nicht verdeckt zum Aufklappen war. Es gibt auch eine Reihe von Minoltas zum Aufklappen. Diese hat hier ein festes, nach vorne stehendes Blitzgerät. Wir haben hier einen Tasten außen, können wir erkennen, einerseits die Möglichkeit, das Objektiv zu entriegeln. Wir haben hier eine, das ist relativ selten, eine Drucktaste für Autofokus bzw. manuellen Fokus umschalten. Die meisten anderen haben hier so einen kleinen Schiebeschalter, bei Canon generell ja am Objektiv diese Einstellung. Bei Minolta allerdings am Gehäuse. Hängt damit zusammen, dass der Motor bei Canon im Regelfall im Objektiv ist und bei Minolta eben in der Kamera. Hier oben sehen wir den Zusatz Blitzfuß. Wir haben hier den allgemeinen Auslöser, der eben zum Scharfstellen nötig ist. Wir haben von Minolta bekannt zu dieser Zeit, auch teilweise heute noch verwendet, letztendlich auch wieder eine Programmautomatik, die also hier unsere Aufnahme steuert. Die manuellen Eingriffsmöglichkeiten sind generell in diesem Bereich bei diesen Kameras relativ übersichtlich. Das heißt also, viel kann man nicht machen. Man kann über diese Mode-Taste, das kann man auch erkennen, dann wandert der Pfeil jeweils weiter zwischen Motiv, Landschafts-, Makro-, Sport- und Gegenlichtprogramm. Kann man unterscheiden. Wir haben hier oben die Möglichkeit, den Blitz zuzuschalten, manuell auszuschalten oder eben, da hören die auch schon auf, die Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben hier die Möglichkeit allerdings, den rote Augen-Vorblitz hinzuzuschalten, damit eben der rote Augeneffekt beim Blitzen vermieden wird. Schauen wir mal weiter hier rüber. Wir haben hier den großen Hauptschalter. Der ist auch üblich bei Minolta, also einfach nur Lock heißt, nichts passiert, an heißt eben entsprechend an. Wir haben hier die Möglichkeit zwischen Einzelbild, Selbstauslöser und Serienbild umzuschalten. Wir gucken mal hier, ansonsten gibt es hier keine Bedienelemente an dieser Kamera. Die Batterie ist die vergleichsweise modernste Variante, nämlich die sogenannte 2CR5-Batterie, die kommt hier entsprechend rein, Lithium-Batterie. Jetzt versucht er gerade hier den Film auszuspulen. Wir schauen uns einmal den Verschluss an. Wir haben also hier die Deckel, die Klappenöffnung. Wir haben auch hier die üblichen Kontakte zur Erkennung der Filmempfindlichkeit des eingelegten Filmes. Wir haben hier die Rückwand, kann man erkennen. Auch natürlich ein Sichtfenster, um die Kodierung des Filmes auch manuell ablesen zu können. Wir haben hier auch einen Lamellenverschluss. Mal sehen, ob wir ihn auslösen können. Man versucht sich jetzt zu fokussieren. Da konnte man es erkennen. Also er hat jetzt in dem Moment auch geblitzt, weil wir den Blitz nicht abgeschaltet hatten. Zu simulieren eine besonders lange Zeit, dass wir mal uns entsprechend Blende und kann man jetzt hier nur erahnen. Mal einmal kurz fokussieren, so mal schauen. Da kann man erkennen, wie der Schlitzvorhang sich von oben nach unten schließt bzw. öffnet. Jetzt glaubt er wieder, wir hätten einen Film eingelegt. Die Kamera ist vom Prinzip sehr zuverlässig, sehr langlebig. Man kann allerdings auch nicht sehr viel einstellen bei dieser Kamera. Es ist eher etwas für jemanden, der sich mit so Dingen wie
Blende, Belichtungszeit eigentlich eher nicht beschäftigen wollte und dementsprechend heute für einen ambitionierten Hobbyfotografen, der sozusagen manuell eingreifen will in das Geschehen, eine weniger geeignete Kamera. Es ist allerdings ein schönes Modell und man kann auch mit ihr natürlich unter Benutzung der Automatik sehr schöne Fotos machen. Das heißt, sie gehört in eine Minolta-Sammlung auf jeden Fall. Ob man sie allerdings jetzt für einen ambitionierten Hobbyfotografen, der sozusagen nochmal in die analoge Welt eintauchen will, empfehlen würde, weiß ich nicht. Da gibt es sicherlich geeignetere Modelle. So eine Kamera kann man, wenn man es möchte, bei einer der berühmten Online-Auktionsplattformen so im Bereich von 10 bis 15 Euro in einem guten Zustand ohne Objektiv sicherlich bekommen. Also kein Kostenfaktor, aber man muss sich halt überlegen, ob das Modell das Richtige ist, weil die manuellen Einflussmöglichkeiten gering sind. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn Sie auch meine anderen Videos zum Thema digitale und analoge Spiegelreflexfotografie sich anschauen würden. Auf Wiederhören!